Zum Beispiel die nächsten beiden, die 228. und die 229. Montagsdemo. Die können, und jetzt passen Sie bitte gut auf, die können, weil das Fest, das Sommerfestival der Kulturen hier aufbaut und stattfindet, nicht auf dem Marktplatz stattfinden, sondern sie finden statt im Nordbahnhofviertel. Dort, wo die Missachtung der Bevölkerung, der Murks, exemplarisch sichtbar ist, die Kundgebung der Montagsdemo mit anschließendem Demozug startet dort an der Martinskirche. Und die Martinskirche erreichen Sie mit der U12 bis zur Haltestelle Mitternachtsstraße. Also bitte gut abspeichern, es steht auch auf den Flyern, die nächste Montagsdemo findet nicht hier auf dem Marktplatz statt, sondern beginnt vor der Martinskirche in Stuttgarter Norden. Über die Polizei... War das jetzt ein Fehler? Sagt mir jemand, ob ich gerade was Falsches gesagt habe? Natürlich! Das war eine Fehlleistung, sorry. Die nächste findet hier noch statt. Entschuldigung, die übernächste. Die übernächste. Datum! Alles klar. Das Datum sagen. Es ist der 14. und der 23. 21. Schaut, 14 und 21, schaut auf die Zettel, die im Umlauf sind. Da steht alles ganz genau drauf. Über die Polizeiübergriffe gegen die friedliche Demonstration unseres Widerstands Willens am 30.09. hat ja Frank-Ulrich Mann gesprochen. Jetzt spricht als nächster Professor Ferdinand Rohrhirsch. Professor Rohrhirsch ist gelernter Eisenbahner, der sehr genau weiß, wovon er spricht beim Thema S21. Und er ist habilitierter Theologe und Professor für Philosophie. Deshalb ist er nicht das erste Mal bei uns und spricht heute unter anderem über den Wert unseres Widerspruchsgeists. Herzlich willkommen, Professor Ferdinand Rohrhirsch. Hören Sie ihm gut zu, es lohnt sich.